Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll. Ich habe schon wieder keine Stimme mehr, sobald ich anfange aufzunehmen. Das ist Wahnsinn, aber das nur am Rande. Ich habe gestern einen Trailer gesehen, was alles für tolle neue Sachen mit dem Update gestern rausgekommen sind. Und wir haben, glaube ich, noch einiges vor uns jetzt. Aber ich wollte euch zuallererst mal kurz etwas sagen. Ich hatte ja vor einigen Folgen, ich glaube ungefähr ja, in der Mitte der Folgen von A Rift in Time, glaube ich heißt das, also von dem DLC hiervon, hatte ich ja schon diesen Sauger ist es vorgestellt. Und der hat ja nicht funktioniert in der Wüste. Ich habe ihn jetzt mal hier hingestellt. Da ist jetzt auch nichts drin, weil noch nichts Neues drin ist. Aber gestern habe ich den hier hingestellt, direkt reingeguckt und dann standen hier 18 Nachtdornen, die ich holen konnte. Und ich glaube, ich musste so 10 Sand pro Nachtdorne ausgeben. Also 180 Sand, glaube ich, musste ich ausgeben, damit ich die dann direkt einsammeln kann. Jetzt habe ich endlich mal eine Seite gefunden, wo ich mich informieren konnte, beziehungsweise es waren eigentlich mehrere Seiten. Und ich kann euch dazu kurz sagen, für alle, die es noch nicht wissen oder die das genauso komisch fanden wie ich, der größere davon, da können wir mal eben ganz schnell hinreisen. Der größere davon, den habe ich jetzt auch mittlerweile freigeschaltet. Ich denke, dass das schon der größte ist. Ich kann allerdings noch einmal eine Verbesserung bei meiner Sanduhr machen. Das zeige ich euch mal kurz. Hier, verbessere die Sanduhr. Hier oben sieht man, was hochgegangen ist. Also ich habe 2 Stufen gemacht. Hab dann, ja, ich sag mal grob 3/4 von dem Ganzen habe ich jetzt mittlerweile voll. Jetzt muss ich erstmal wieder sammeln, damit ich 20.000 Sand habe, damit ich die dann komplett nach oben stellen kann, auf die letzte Stufe. Und da ist auch ein bisschen was dazu gekommen. Da sind, ich glaube, die beiden hier dazu gekommen. Auf jeden Fall war der letzte hier der uralte Roboter. Das weiß ich noch. Beim Forky bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt der vorletzte gewesen ist, der dazu gekommen ist. Hier bei den Fragmenten sind, meine ich, auch ein paar Sachen dazu gekommen, die ich vorher noch nicht hatte. Das könnt ihr euch gerne angucken. Das sind halt Sachen, ja, ich sag mal, die sehr teuer sind in der Herstellung. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, wo ich diesen Schimmer herbekommen soll. Den Kopf der Laute habe ich jetzt mittlerweile einmal bekommen. Es kann sein, dass wir den Schimmer jetzt auch bekommen, jetzt wo ich das Ganze aufgelevelt habe, weil dadurch bekommt man natürlich auch wieder neue Teile, die man dann finden kann. Hier hat sich nichts getan. Leider, da hätte ich eigentlich auch erwartet, dass man da mehr bekommt mit der Zeit. Hier meine ich, dass sich was getan hat. Ich bin mir aber nicht sicher, was davon jetzt tatsächlich neu ist. Aber ihr könnt es ja direkt sehen. Und ihr seht halt auch schon, die Herstellung ist auch nicht so, ja, nicht so günstig, aber auch nicht so übertrieben teuer wie bei einigen anderen Sachen. Also wie hier zum Beispiel, das soll, ja, soll ein alter Brunnen sein. Da müsste man dann Bronzebarren, ich weiß gar nicht. Ach so, doch, Bronzebarren müsste man dann an der Werkstatt herstellen. Mit, aber es ist doch eigentlich Kupfer, was wir holen. Da muss ich gleich mal kurz gucken. Und hier bräuchtet ihr zum Beispiel ein Spinell für. Hier bräuchtet ihr einen blauen Zirkon für. Warum ich die jetzt nicht habe, obwohl ich die in der Kiste habe, weiß ich jetzt nicht genau, wie das System hier ist. Dekorative alte Tür. Also die Sachen werde ich auf jeden Fall auch mal gucken, dass ich die baue und dann wirklich mal so eine spacige Ecke, sage ich mal, machen. Ja, und hier sind die uralten Maschinen, um die es mir eigentlich ging. Die einfachen Sachen konnten wir ja schon machen. Die normalen, beziehungsweise, ja, hier ist, nee, hier ist ein normaler Sauger, da ist ein normaler Gärtner und hier ein normaler Kocher. Die sind, glaube ich, nach dem Update dazugekommen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich würde gerne auf den, nee, nicht auf den Kocher, sondern auf den fortschrittlichen Sauger hinarbeiten. Der soll nämlich noch mehr raussaugen aus dem Gebiet. Also nicht nur die Nachtdornen, die natürlich hier in dem Gebiet, wo ich das dann in der Wüste aufgestellt habe, weil ich ja nun mal hier diese Quest gemacht habe. Tata! Es war also ein bisschen ungünstig, sage ich mal, dass man hier die Quest bekommt. Ja, wurde hier natürlich dann nichts weggesaugt, aber ich habe es auf jeden Fall getestet. Ich verspreche euch, wenn wieder neue Nachtdornen in dem Gebiet sind, dann nimmt er das auf jeden Fall. Was ich auch sagen kann, die fortschrittlichen, beziehungsweise ich denke, wir bekommen noch eine größere Größe in der nächsten Stufe. Die würde ich dann machen. Ich würde dann darauf sparen. Die saugen auf jeden Fall in dem kompletten Biom. Das heißt,
Beispielsweise, ja gut, hier jetzt natürlich nicht, weil wir jetzt hier keine Nachtdornen haben. Ich weiß nicht, was die sonst noch wegsaugen. Aber wenn das jetzt hier so ein Gebiet wäre von dem alten Gebiet, von dem Standardspiel, würde hier dieses komplette, wenn nicht sogar das hier oben, weil ich glaube, das gehört ja alles so zusammen, würde dann eingesaugt werden. Allerdings nicht das hier oben, weil das Grenzland ist wieder was anderes. Oder zum Beispiel hier die Ödnis. Dann würde hier das Gebiet, ich weiß nicht, wie das jetzt hier mit diesem Durchgang ist, würde hier komplett alles eingesaugt werden. Und das ist richtig, richtig geil. Und darauf arbeite ich auf jeden Fall hin aktuell. Hier Bronzebarren, genau, aus Kupfer und Zinn und natürlich noch Kohlenerz. Daraus müssten wir die dann machen. Also es wäre dann auch nicht so teuer. Zumindest von der Idee her von Bronzebarren nicht. Was wir heute aber eigentlich machen wollten, mit dem neuen Update, was jetzt gestern rauskam, soll irgendwo eine Quest sein für Daisy. Ich bin ganz ehrlich, ich habe Daisy wenig in Erinnerung aus meiner Kindheit. Ich habe alle Filme verschlungen, so von Mickey Mouse, Donald Duck und so. Beziehungsweise nicht nur Filme, sondern halt auch alle Bücher. Aber Daisy konnte ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Ich habe sie immer als sehr arrogant im Kopf gehabt. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Also es sind wirklich Erinnerungen von vor 30, 35 Jahren vielleicht. Deswegen, ich bin mal echt gespannt, wie sie hier eingeführt wird. Wir haben eine neue Aufgabe mit Vanellope bekommen. Die ist mir jetzt persönlich nicht ganz so wichtig, weil ja, sie hat halt noch nie so gute Aufgaben gehabt. Sie hat uns das dann mal gezeigt mit dem Freunde besuchen und so. Aber das war jetzt eher so, ne, so am Rande, sag ich mal. Dann die beiden waren ja vorher schon, die gingen ja erst. Ah nee, er war noch nicht vorher. Er war vorher, weil die beiden gingen ja nur mit Sally. Und wenn wir Daisy haben, können wir dann auch Christoph machen. Leider, leider habe ich immer noch nichts Neues zu Eve, aber ich habe in der Post was gehabt. Das blende ich euch jetzt mal eben ein. Und ich vermute, dass diese Post von Mickey, da war ja, glaube ich, auch einer dabei, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe jetzt die Bilder natürlich nicht mehr im Kopf, dass da mit diese Quest hier gestartet ist. Oder vielleicht war sie auch schon vorher drin, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir werden auf jeden Fall Mickey jetzt erstmal, da unten ist er, Moment, ist er im Haus? Ah nee, ach ja, er stand doch eben schon hier vor. Schweinchen, geh mal zur Seite, ich muss Hast du mit mal ihm kurz sprechen. Zeit? Ja, ich möchte eine Quest mit dir machen. Hallo du! Oh Gott. Oh, junge Gameplayerin, ich habe Neuigkeiten für dich. Heute Morgen habe ich meinen Briefkasten geöffnet und fand einen glitzernden lilanen Umschlag, der sowohl an Mini als auch an mich adressiert war. Glitzernd? Lila? Von wem ist der Brief? Ah! Von unserer Freundin Daisy. Ja, ich hab's gewusst. Ich wusste es sofort, als ich den Umschlag sah. Sie verließ das Dorf, um das Vergessen zu untersuchen. Daisy sagte, es sei wichtiger als alles andere, der Sache auf den Grund zu gehen. Und dass sie mit der größten Nachricht, die das Tal je gesehen hat, zurückkommen würde. Was steht denn im Brief? Ist sie in Gefahr? Na ja, gut, sie klingt so mutig. Nee. Ist sie verloren? Hört sich ja auch nicht so an. Ja, ist sie in Gefahr? Ist jetzt, ja. Es hört sich alles unlogisch an. Man könnte jetzt höchstens schreiben, und was ist diese größte Überraschung, ne? Nein, nichts dergleichen. In ihrem Brief stand, dass sie bei ihren Abenteuern etwas über das Vergessen herausgefunden hat und nun bereit ist, ins Tal zurückzukehren. Sie hat uns geschrieben und gefragt, ob wir dafür sorgen können, dass ihr Haus in einem guten Zustand ist. Okay, wir haben ihr Haus gar nicht hier. Aber gut, wir machen es in einem guten Zustand. Ich kann es ihr nicht verdenken. Sie hat einen langen Campingausflug hinter sich. Ich baue Daisys Haus sofort auf. Wuhu! Toll! Danke, Gameplayerin! Sag mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, um Daisys Haus fertigzustellen. Potzblitz, was für ein Morgen! Jetzt haben wir nur ein Problem. Daisys Haus hat hier faktisch gesehen keinen Platz. aber ich habe hier gerade alles so schön, ne, das Urgestein. Da hinten ist Minnie Maus, Mickey Maus. Da ist Goofy. Wo habe ich denn? Donald ist am Wasser, ne? Du Nala, warum solltest stehst du stolz mitten in den sein. Blumen? Mutter weiß mehr. Ja, da, Mutter, dann sag mir doch mal, warum die in den Blumen steht.
Ja, er hat halt dieses Schiff. Aber ich kann sie ja jetzt schlecht hier an den Strand buxieren, oder? Ich hätte die schon gerne zusammen. Also so ist es nicht. Kann man hier die Ecke vielleicht... Das muss ich mal kurz gucken. Moment. Kann man hier aus der Ecke vielleicht diese Steine... Ach so, das ist so zusammen. Aber die hier gehen nicht weg, ne? Die gehen nicht weg. Das ist doof. Ich meine, sie darf natürlich gerne Häuschen am Strand haben. Aber ich will die Dinger... Die kann man ja nicht... Nee, kann man nicht für wegmachen. Die will ich jetzt auch nicht... Die will ich jetzt auch nicht kaputt machen. Oh, ich habe die immer noch hier stehen. Ich muss das endlich mal sortieren. Aber ich wollte auch eine ganze Ecke machen, wahrscheinlich im Wald, wo ich anfangen wollte, so einen kleinen Vergnügungspark zu machen. Vajana wollte ich eigentlich auch umstellen. Das heißt, eigentlich könnte ich Daisy auch nach hier stellen. Ich hatte mal eins gesehen. Aber da ist Stitch jetzt. Na gut, Stitch müssten wir vielleicht dann woanders hinstellen. Ich hatte eins gesehen, da stand Vajana, also ein Bild, da stand Vajana hier an dem Platz. Und das sah richtig toll aus, noch in Kombination halt eben mit dem Steg hier. Und ich würde gerne, wenn das irgendwie möglich ist, kann man das Schiff nicht eventuell hier an den Steg ranmachen? Das habe ich, glaube ich, schon mal ausprobiert, oder? Ja... Bis da geht es, ist jetzt die Frage. Kann man dann trotzdem da rein? Wenn das jetzt hier vor Anker liegen würde? Das wäre dann natürlich blöd mit Vajana, sage ich jetzt mal. Aber ich hatte mir überlegt, dass Vajana und Stitch... Ich mache es erstmal... Obwohl, da steht ja Miss Daisy drauf. Warum ist das eigentlich nicht ihres? Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass Vajana und Stitch zusammen eine Bar eröffnen sollten. Und die würde ich dann auch gerne... Also entweder mache ich die hier unten hin, weil da mehr Platz ist. Das könnte ich auch machen. Das würde ich dann eventuell mehr so Richtung Wasser machen, wenn das irgendwie möglich wäre. Weil, ne, das sieht dann zumindest so aus, als ob das rausgezogen worden ist aus dem Wasser. Ich meine, gut, er ist flexibel, den kann ich überall hinstellen. Das finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht dann so aus, als ob der hier vor Anker liegt. Dann könnte ich rein theoretisch hier vielleicht das Haus... Wie groß ist denn das Haus? Fragen wir es mal so. Das ist gar nicht so groß. Dann könnte ich das vielleicht hier machen. Dann wohnt sie nämlich direkt in der Nähe von ihm. Da müsste ich halt nur das Karussell wegmachen. Moment. Das wollte ich ja so oder so wegmachen. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich hier jetzt noch keinen richtigen Platz habe. Ich habe hier den... Dieses Campingauto. Ich könnte es vielleicht hier so draufstellen. Jetzt kann ich es wieder nicht draufstellen, weil das wieder alles zu ist. Ne? Oh, das. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum man das nicht dann einfach wegmachen kann. Kann ich das hier vielleicht hinstellen? Ich habe noch so ein Teil mit Dumbo. Das wäre natürlich ganz cool. Weil das sieht mir auch so nach Jahrmarkt aus. Ne? Wenn ich dann den Bereich von Dumbo vielleicht hier unten vorne hinstelle. Sammelt der die Sachen ein? Nein, natürlich wieder nicht. Och, das ist... Mann. So, das schmeißen wir jetzt mal weg. Och nee, jetzt sag mir nicht, ich kann das jetzt nicht... Alter. Das nervt einfach nur, dass man diese blöden Dinger nicht mal verschieben kann. Ich meine, es ist ja okay, wenn man die Nachtdornen wegernten muss, sage ich jetzt mal. Ne? Also rausreißen muss, wie auch immer. Aber wieso kann man die nicht ein bisschen verschieben, damit man da ein bisschen Platz hat? Das ist das Einzige, was ich verlange, dass man ein bisschen Platz hat. Jetzt muss ich hier wieder komplett raus, in die Möbel rein. Und ihr müsst das hier alles mit mir erdulden, obwohl ich ja eigentlich was ganz anderes mache. Ich wollte ja eigentlich nur das Haus dahin stellen. Ja gut, das Haus habe ich ja streng genommen schon hingestellt. Aber es sieht natürlich blöd aus. Wo ist denn der Eingang? Ist das der Eingang davon? Ja, ne? Nehme ich mal an. Jetzt sag mir nicht, ich wollte gerade sagen, jetzt sag mir nicht, weil das Ding jetzt hier steht, kann ich das nicht hin und her machen. Und das nehme ich jetzt auch mal hier raus, weil sonst vergesse ich, wo das war. Das ist dann natürlich auch doof. So, das ist eigentlich der Eingangsbereich. Wenn ich das aber hier reinmache... Och nee, kommt, Leute. Ach, ich setze das jetzt dahin. Ich habe da keine Nerven zu heute.
Ah, ich muss zum Strand. Moment, ich muss das ja jetzt erstmal hier... Ich muss es ein bisschen besser eigentlich noch hinstellen, aber ich muss das ja auch noch bauen lassen. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit so ganz glücklich bin, dass Daisy jetzt hier steht. Keine Ahnung. Ich mach mal das noch da. Kann ich auch wieder nicht hinstellen. Ach komm, dann kommt das halt weg. Ist mir jetzt auch egal. Weil eigentlich wollte ich hier die Ecke von Vajana hinmachen. Aber da ich die ja eventuell zusammensetzen möchte mit Stitch, denke ich mal, wird das dann nicht hier irgendwo sein. Das ist zwar jetzt nicht ganz so... Kann man das komplett versetzen? Ah, da kann man wieder nicht. Ist das euer Ernst hier? So, so ist es wenigstens genau gegenüber. So, keine Ahnung, ob Daisy sich darüber freuen wird. Ich habe ja auch gehört, dass man mit Daisy jetzt eine eigene Boutique machen kann. Also vielleicht müssen wir die doch nochmal umsetzen, dass sie dann halt einen größeren Platz hat, weil sie dann noch die Boutique daneben hat. Da müssen wir mal gucken. Sieh mal her, ein Haus so stilvoll wie dessen Besitzerin. Sobald es gebaut ist, wird es eine Bereicherung fürs Tal sein. 20.000. Och je. Okay, ich meine, wir sind Krösus, wir haben Kürbisse, da macht das nichts. Das ist perfekt, Daisy wird sehr zufrieden sein. Heiße Daisy, willkommen. Ja. Das sieht gut aus, wenn sie sich da die... Aber, oh Gott. Tada! Ja, das passt, das passt. Meine Homies und ich. Daisy, hallo! Was gibt's Neues? Wie fabelhaft, Dreamlight Valley. Es ist... Also, die mache ich jetzt nicht mit dieser... ne? Schnabelstimme. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Und Gameplayerin, du bist es. Du bist auch zurückgekommen. Oh. Ach je, ich habe dich vermisst, genau wie diesen Ort. Ich musste das Vergessen an der Wurzel packen, eine Lösung finden und unserem Dorf helfen. Solange ich deshalb bin ich gegangen. Meine Güte, ich war so lange weg. Wie mutig von dir. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Das Vergessen ist eng mit der alten Herrscherin verbunden. Und das bist du, stimmt's? Woher wusstest du das? Ich bin gerade erst zurückgekommen. Naja, komm. Wir haben jetzt schon ein paar hundert Folgen hier gemacht, ne? Ich bin ein Profi. Ich kann meine Kraft. Jetzt, nach all meinen Abenteuern und Erkundungen, bin ich bereit, mich wieder in das Leben im Tal einzuleben und dabei zu helfen, diesen Ort wieder zum Strahlen zu bringen. Und in diesem Sinne, lass uns in mein Haus gehen. Ich muss dir etwas Wunderbares zeigen. Aus den Maskehut. Was? Du hast Post, Moment. Achso, begleite Daisy ins Haus. Ach, das hatte der eben gar nicht drin. Okay. Ich dachte, er hätte es drin gehabt. Aber, ja. Ich habe sie wirklich sehr arrogant in Erinnerung. Aber ich glaube, sie ist gar nicht so arrogant, wie ich sie in Erinnerung habe. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn der Eingang hier? Da. Na, wie sieht das denn hier aus? Wie ein Beauty-Salon. Okay. Genau. Aber schön. Dich ja, toll. Wollte ich sehen. Sehe ich gar nichts mehr. Fabelhaft, du bist hier. Aha. Es gibt ein paar Dinge, an die ich mich erinnern sollte. Vor dem Vergessen gab es einen Ort, an dem deine erstaunliche Kreativität und deinen persönlichen Stil geteilt hast. Er hieß Die Boutique. Ein Laden voller stilvoller und individueller Kreationen für jeden. Das klingt unglaublich. Ja. Das war es wirklich. Ich habe sie geliebt und war fest entschlossen, sie zu schützen. Oh. Als das Vergessen anfing, ging ich zur guten Fee, um Hilfe zu bekommen. Sie hat die Boutique auf Taschengröße geschrumpft und ich habe sie hier in meinem Haus versteckt. Auch nicht schlecht. Heute ist der Tag, an dem ich endlich die Boutique zurückholen kann.
Müssen wir sie nicht wieder groß machen? Ich kann nicht einfach einen Keks essen und mich klein machen. Alice im Wunderland, das wäre mal richtig geil, wenn die auch ins Spiel kommen würden. Ich habe ein paar Bilder gesehen auf Pinterest von anderen, die das versucht haben nachzustellen mit den Sachen, die man so hier hat, ne? Mit so Tischen und so und Teeservice. Und da habe ich so richtig ein Feeling für Alice im Wunderland bekommen. Das wäre richtig cool, wenn man das hier auch mal sehen würde. Natürlich kannst du das nicht, Dummerchen. Oh. Aber du kannst die Boutique mit einem Wunderland-Verstärkungselixier größer machen. Was brauchen wir dafür? Im Rezept werden Traumscherben, Karotten, Topas und weiße Gänseblümchen erwähnt. Sobald du das Wunderland-Verstärkungselixier hergestellt hast, kannst du es auf deine herrschaftliche Gießkanne anwenden. Dann musst du nur noch die Boutique gießen. Klingt eigentlich ganz einfach. Und sie wird von selbst wachsen und im Dorf erscheinen. Aber wächst sie nicht innerhalb deines Hauses? Ja, ich hoffe mal nicht, dass ich sie hier gießen soll. Ah. Ah, Mann. Wenn das erledigt ist, nimmst du sie einfach und stellst sie ins Tal. Nachdem ich sie gegossen habe? Lass dich bald wieder blicken. Ach, das ist das hier auf dem Boden. Guck mal, irgendwann kapier ich es auch. Okay, ein Wunderland-Dingsbums-Elixier. Verstärkungselixier. Kommt sofort. Ich hoffe, ihr hört den Lärm draußen nicht, aber ich muss hier unbedingt das Fenster aufhaben. Es ist aktuell endlich mal warm. Hier. So, der hat nicht gesagt, ich soll Zutaten suchen. Deswegen nehme ich mal an, ja, die habe ich alle. Sehr schön. Benutzt den im Inventar. Auf der Flasche steht dann in ordentlicher Schreibschrift. Mein Gott, das ist zu früh. Die folgende Anweisung: Benutze mich für deine Gießkanne. Habe ich das jetzt permanent? Kann ich jetzt alle groß machen? Dann laufe ich hier in der Gegend rum und mache die ganzen Leute groß. Oh, ich habe hier noch meine Sachen drin, die ich eigentlich gar nicht drin haben wollte. So, gieße die Mini-Boutique in Daisys Haus. Oh mein Gott, ich hoffe... Ja, komm, wir gehen jetzt mal hier runter. Hallo, Nala. Antworte mir. Toll aus. Wie immer machen Löwinnen die ganze Arbeit. Hallo? Ist das normal, dass die Blumen hier so rumfliegen? Sieht ein bisschen seltsam aus, aber gut. Meine Boutique, aber wo stelle ich die denn jetzt auch noch auf? Oh Gott, ich habe doch gar keinen Platz. Jetzt ist sie weg. Hallo? So, ich hoffe, ich zerstöre dein Haus jetzt nicht. Und nun? Darf ich die jetzt aufstellen? Ah ja, jetzt steht's drin. Platziere sie im Tal. Ja, wo soll ich denn jetzt noch eine Boutique hinstellen? Ich habe doch keinen Platz mehr. Wie groß ist denn die? Sonst würde ich die erstmal hier unten hinstellen. Nein, so rum. Ja, ich wusste, dass die jetzt optisch natürlich nach oben passt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich... Ja, doch, ich hätte daneben sogar noch ein bisschen Platz, wenn ich den ein bisschen rüberschiebe. Der wird sich nicht freuen, muss ich dazu sagen. Er hat dann Konkurrenz, ne? Aber theoretisch würde das gar nicht mal so schlecht aussehen. Moment. Wenn ich das alles hier so ein bisschen rüberschiebe. Ach so, da müsste ich aber auch den Eingang hier wieder rüberschieben. Ah, das ist doch doof. Ah. Dann wäre der Eingang ja da. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Hier unten kann ich das auch nicht. Aber es passt halt hier oben so schön rein von der Optik her, ne? Ich könnte auch sagen, es ist meine Boutique, also mache ich die bei mir zum Schloss hin. Aber das ist auch doof, weil da habe ich ja dann die Bäume stehen. Ich würde auch gerne noch irgendwo so ein riesiges Schachbrett hinmachen. Das kann ich hier auch noch nicht reinmachen. Ach, das würde ich vielleicht in den Wald reinmachen, wenn ich da noch Platz hätte. Das könnte gehen.
Eine Boutique vielleicht zu Belle? Gut, Belle hat natürlich nichts mit einer Boutique zu tun. Vielleicht könnte ich die Boutique... Aber das ist halt... Das stört mich alles so ein bisschen, weil das ist, das passt halt vom Stil her auch nicht, ne? Und wenn mich irgendwas wirklich stört, ist, wenn ich was baue und der Stil passt nicht. Also Sachen zusammenbaue und der Stil passt nicht. Das passt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich stelle es jetzt erstmal hier vorne an den Strand hin. Sieht jetzt doof aus. Aber damit wir jetzt erstmal hier weiterkommen. Ja. Geh in die Boutique. Moment, hier ist die... Hier ist der Eingang. Oh, sieht ja gar nicht schlecht aus hier. Okay. Kann ich da jetzt meine Einkreation ausstellen? Weil hier sind ja jetzt schon... Ein paar Jeanshosen und so. Hier ist ausverkauft. Ich spreche erstmal mit ihr. Ich will mich normalerweise immer erst umsehen. Genau, aber dich wollte ich sehen. Oh, sie ist noch schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Und bald wird sie mit deinen Kreationen noch besser sein. Oh. Willkommen in der Boutique, Gameplayerin. Hier kannst du deine selbst entworfene Kleidung und Möbel ausstellen und sie mit Besuchern aus anderen Tälern teilen. Das ist dein wahr gewordener Traum. Endlich, ja. Ich habe zwar schon meine eigene Kreation in Sachen Merchandise, aber in dem Spiel weiß ich nicht, ob ich damit so gut zurechtkomme. Ist es etwas, was ich tun muss? Nein, ich sag mal wahr gewordener Traum. Ist das nicht großartig? Es ist eine tolle Möglichkeit, deine Kreativität freien Lauf zu lassen. Hm, wenn ich wirklich meine Kreationen ausstellen soll, wo soll ich anfangen? Ach, ich würde erstmal so eins mit Herzchen und Gameplayerin machen. Oder halt sowas ähnliches, wie noch in Planung ist für mein Merchandise. Das würde ich auch reinmachen, aber ob die das hier haben wollen, weiß ich nicht. Oh, das ist ein Kinderspiel. Stelle eine deiner Kreationen einfach an einer Schaufensterpuppe oder auf einen Möbelpodest aus, damit sie alle sehen können. Oh. Danach kommst du zurück und sprichst mit mir. Wir besprechen dann die nächsten Schritte. Meine Nachbarn sind einfach großartig. Oh mein Gott. Interagiere mit einer Auslage der Boutique, um Kleidung oder Möbel darauf zu platzieren. Ja gut, das kann ich wahrscheinlich jetzt erst, nachdem ich mit ihr gesprochen habe. Wähle aus, was dir am besten gefällt. Du musst einen Hauch von Magiedesign auswählen. Lade Besucher ein. Ich habe eh keine Besucher. Deines Teils ein Gegenstände aus deinen Auslagen der Boutique auszuleihen. Was heißt denn das Ausleihen? Dass man die nur innerhalb von meinem Gebiet benutzen kann? Also anziehen kann? Oder wie verstehe ich das? Die Auslage ist gesperrt. Die können wir aber öffnen. Wir öffnen ja einfach alles. Kein Thema. Noch haben wir ja Geld. Noch ist ja, wir müssen sowieso noch Charaktere leveln jetzt demnächst. Da kriegen wir wieder Geld rein. Wir machen ja erstmal alles frei. Aber so wie es aussieht. Oh nee. Schade. Ich dachte gerade noch, zwei Sachen für jeweils 20.000. Das reicht. Dann wird das jetzt auch 20.000 sein. Aber wir sind jetzt schon bei 50.000. Und wieder 50.000. Also es scheint egal zu sein, was man hier holt. Es hängt anscheinend damit zusammen, wie viel man freischaltet, nehme ich an. So, da ist aber alles frei, oder? Muss man hier noch irgendwas extra machen? Nö, ne? Interagieren. Bearbeiten. Oh! Ach, ich muss das dann anhaben, oder was? Okay. Ja. Ich bin begeistert, was du aus diesem Ort hier gemacht hast. Stelle eine deiner Kreationen aus. Ja, würde ich ja gerne, aber ich verstehe es gerade nicht. Ich kann nur auf Bearbeiten gehen und dann kriege ich nur das, was ich eben gerade anhabe. Muss ich das echt? Garderobe. Anpassen. Muss ich das echt anziehen? Ich habe mal so ein bisschen rumgeblödelt damals. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ich will das jetzt nur mal testen, ob das funktioniert. Oh, ändere dein Outfit. Können wir direkt mal hier. So, und jetzt nochmal interagieren. Bearbeiten. Jetzt habe ich eine eigene Kreation hier ausgestellt. Und trotzdem nimmt das nicht an. Das hier ist wirklich der perfekte Ort zum Wohnen. Hm.
Oder muss ich jetzt tatsächlich was Neues hinzufügen? Das wäre jetzt blöd, da muss ich ja... das Oberteil kenne ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja einige Sachen drin, die ich noch gar nicht... Aber es sieht auch irgendwie komisch aus von der Form her. Okay, damit sehe ich schwanger aus. Das ist auch nicht so toll. Ein Rucksack. Nee, kein Rucksack. Damit sehe ich mehr als nur schwanger aus. Nehmen wir mal so ein normales T-Shirt. Was soll's? Ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwas... Achso, herstellen. Genau, das war's. Kann ich dich was drehen? Dann nehmen wir... So Eiskönigin-mäßig klatschen wir das jetzt einfach mal da drauf. Also es tut mir leid, ich mache jetzt hier nichts groß. Ich will das halt nur mal ausprobieren gerade. Sonstiges konnte ich... Nee, damit konnte ich keine Farben machen. Ich glaube, ich konnte die Farben hier doch irgendwie ändern. Ach, das war hiermit, genau. Pink. Wobei Eiskönigin ja eigentlich blau ist, aber egal. Escape, speichern. So, jetzt probieren wir das nochmal. Hä? Was soll ich machen? Ziehe das Outfit an oder gehe zurück? Moment, hä? Da oben konnte ich jetzt meine Outfits reinmachen? Und hier unten kann ich das jetzt nicht, oder was? Ach doch, ziehe das Outfit an, heißt, dass ich da was machen kann. Ah, dann hätte ich mich gar nicht umziehen müssen. Okay. Jetzt habe ich natürlich das Ding an. Ich will aber... Ah, Moment, ich habe mich doch hier oben eben... anziehen. Zack. Und ich habe wieder meine Sachen an. Sehr schön. Genau, so, Daisy. Dich wollte ich sehen. Das ist der Hammer, Gameplayerin. Ja, ne? Ich habe auch sehr lange daran gesessen. Ich finde es einfach toll. Hattest du Spaß beim Entwerfen? Nö, weil ich zu wenig Motive habe. Ja, eine Menge. Das sieht man wirklich. Glaub mir, ich habe ein Auge für guten Geschmack und mein Expertenauge gefällt, was es sieht. Weißt du, du könntest noch mehr Spaß mit etwas anderem haben, das wir in der Boutique gemacht haben. Aha. Es ist ein... Oh, nein. Ein Mini-Herausforderungsspiel, das wir früher gespielt haben. Die Idee ist, dass man, nennen wir sie mal Table aus erstellt. Oder, ja, Table aus, keine Ahnung. Table aus? Kannst du mir das erklären? Stell dir vor, du gestaltest ein Zimmer mit ein paar Möbeln und dem perfekten Outfit für die Person, die darin wohnt. Ja. Dann zeigst du das Ergebnis der Welt, damit jeder deine Kreativität und deinen Stil bewundern kann. Wir haben jeden Tag ein neues Thema gewählt. Ja! Also sowas wie ich bei Pinterest mache. Wobei da nicht so regelmäßig hochgeladen wird, weil ich halt nichts kreiere gerade. Sieh doch mal, was das erste Thema an, was ich vorgeschlagen habe und schau, welche Ideen dir einfallen. Dekoriere dann den Herausforderungsbereich in der Boutique. Ich bin begeistert, was du aus diesem Ort hier gemacht hast. Sprich mit Daisy in deiner Boutique, um die Anforderungen für die Herausforderungen zu erfahren. Vervollständige dein Design im Herausforderungsbereich. Also das wäre dann quasi der oben, wo ich jetzt schon Sachen reingemacht habe. Gewinne Daisys Münzen und sprich mit ihr in der Boutique. Okay. Ja, sprich mit Daisy, muss ich dann doch erst machen, stand da. Oder gilt das jetzt schon als... Ja, wen haben wir denn da? Du siehst verärgert aus. Auf Wiedersehen! Moment, stopp, was stand da gerade? Was ist die heutige Herausforderung? Aber da unten habe ich auch gelesen, kann ich deinen Laden sehen? Möbel? Da kann man sich quasi seine eigenen Wege dann damit machen. Also gut, da ist noch nicht viel drin, aber es geht schon in eine gute Richtung, würde ich sagen. Und man kann sich dann neue Sachen auch kaufen, die man dann... Oh, das glaube ich, sieht... Naja gut, es sieht oben etwas seltsam aus, weil das hier so komisch... Also die Seite ist okay, aber die Seite sieht irgendwie komisch aus. Aber so grundsätzlich... Oha.
Okay, warum sieht man da drin immer so dick aus hier in dem Spiel? Ich verstehe es nicht. Grundsätzlich ist das aber schon cool. Dann kann man die Sachen hier alle kaufen und die kann man dann wiederum weiter bearbeiten. Es befinden sich noch Gegenstände. Wenn du den Kauf verlässt, werden alle Änderungen hinfällig. Ja. Schon gut. Ja. Das hier ist wirklich der perfekte ja, aber ich muss noch mal kurz mit dir reden. Was ist die heutige Herausforderung? Ich finde, bei deinem nächsten Entwurf solltest du Folgendes verwenden. Schuhe, Sitzmöbel, zwanglos, schwarz, einfach und ruhig. Das kann aus ich mir nicht merken. Aus den Federn mit euch, Leute! Kann man das hier irgendwie... Nee, natürlich kann man das hier nicht nachgucken. Oh Gott. Oh Gott. Echt jetzt? Moment. Jetzt kann ich es nicht mehr... Warte, Schuhe, schwarz... Habe ich die Herausforderung... Ah, hier. Okay, das schreibe ich mir jetzt mal eben auf. Also Schuhe... Ja gut, Schuhe hat man halt immer. Deswegen verstehe ich jetzt nicht. Sitzmöbel kann ich aber da oben nicht machen. Zwanglos ist wahrscheinlich deine Eigenschaft. Genauso wie schwarz. Also ist keine Eigenschaft, aber egal. Einfach und ruhig. Kriege ich vielleicht noch in den Klamotten hin. Ich bin mir nicht sicher. Aber Sitzmöbel? Also für mich sieht das nach einem Tag am Strand aus. Ja, und für mich sieht... Dein Ernst jetzt? Jetzt gehe ich hier rein und da steht es jetzt drin, oder was? Oh. Okay. Anpassen. Aber ich... Nee, Moment. Das reicht, wenn ich jetzt wirklich... meins nehme, ne? Hier kann ich jetzt aber keine Kategorie. Doch, hier kann ich das machen. Schwarz, einfach und ruhig. Ruhig, einfach. Zack. Kann man die da drunter einfach anziehen? Nee, das nimmt er dann nicht an. Hä? Wobei, die hatte ich ja schon an gerade. Es ist aber doch schwarze Röhrenjeans. Wieso macht er da keinen Haken dran? Ich habe doch eine schwarze Hose an. Und wie soll ich bitte Möbel mit da reinmachen? Ah, nee, das ist alles nur schwarz hier, ne? Nee, das ist nur der Filter. Es ist doof, dass man unten nicht sehen kann. Was das genau ist. Also Zwang... Ja gut, wie will ich Möbel hier reinkriegen? Brille können die auch nicht meinen. Schwarz, einfach, ruhig. Da zeigen die mir diese Sachen mit an. Aber wenn ich diese Sachen habe, ändert sich gar nichts. Hm... Auch mit der Sache mit Möbel kann ich hier logischerweise auch nichts finden. Ich kann ja jetzt schlecht hier Möbelstücke hinstellen, oder? Zwanglos und Sitzmöbel. Wenn ich da jetzt... Zwanglos. Zwanglos. Zack. Wenn ich die jetzt mit da rein... Ah, aha. Dann ist das schon mal abgehakt. Okay, also es reicht, wenn wir hier ein Möbelstück hinstellen. Sehr gut. Aber wenn ich doch schon eine schwarze Hose drin habe, wieso funktioniert das dann nicht? Das verstehe ich nicht. Einfach und ruhig. Nehmen wir mal Dekor. Schwarz. Einfach und ruhig. Ha! Das ist völlig schwachsinnig, aber es ist alles abgehakt. Also, ich habe keine Ahnung. Was gibt's Neues? Okay. Habe ich die Herausforderung abgeschlossen? Du hast es geschafft. Hier ist deine Belohnung. 100 Daisy-Münzen. Lass dich bald wieder blicken.
Also das ist irgendwie, ich weiß es nicht, das ist total kirre. Wow, das nenne ich mal eine Herausforderung. Du musst unbedingt weiterhin deinen fabelhaften Sinn für Stil zum Ausdruck bringen und die Boutique wird dir dabei helfen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du dir noch einfallen lässt. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich wieder mit dem Teil vertraut mache und mich bei meinem Freund Donald melde. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Tschüss, Gameplayerin. Ich melde mich wieder. Also für mich sieht das nach einem Tag am Strand aus. Ja, für mich auch. Immerhin wohnst du jetzt am Strand. Ja, also ich gebe zu, den letzten Teil habe ich jetzt so gar nicht verstanden. Warum soll ich da oben jetzt Möbel hinstellen, wenn das doch der Ausstellungsraum im Prinzip nicht für Möbel, sondern für Kleidung war? Ich hatte jetzt gedacht, da hinten kommen Möbel rein und so. Ich muss mich da noch ein bisschen schlauer drüber machen. Aber ich sag mal so, die Grundidee finde ich nicht schlecht, weil dadurch kann man dann wieder Sachen sammeln. Wahrscheinlich einmal am Tag hier hinkommen, nehme ich mal an. Und ja, wenn wir dann genug gesammelt haben, können wir auch wieder Sachen kaufen, wenn auch gerade nicht so viel, mit denen wir dann wieder was Neues erstellen können. Also so vom Grundgedanken her finde ich es in Ordnung. Ich bin echt gespannt, was noch daraus wird. Aber ja, wir schauen auf jeden Fall mal. Es ist jetzt eine wahnsinnig lange Folge geworden, gerade auch, weil ich euch das am Anfang noch gezeigt habe. Und was ja, glaubst du, dann schauen musste, ob ich hier Schädel. Jetzt red doch nicht immer in meinen Rücken rein, du bist so laut. Und dann auch noch hier schauen musste, wo ich die Möbel hinstelle und so weiter. Aber ja, ihr habt es jetzt überstanden. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich glaube, ich muss Daisy vorher noch was schenken und dann ist sie gelevelt, weil im Moment hat sie... Sie hatte gerade noch kurz das Zeichen für die Quest drüber und danach nicht mehr. Ich glaube, ich muss sie erst noch mal ein bisschen leveln. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit Daisy. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.